Letzte Woche habe ich ein Video hochgeladen mit dem Aufruf zur TED-Schweden-Tour. Ich habe 4 Videobewerbungen erhalten. Diese 4 Jungs haben Bock darauf, mit ihren schweren Reise-Enduros den TED Schweden und teilweise Norwegen zu bezwingen. Sehr gerne möchte ich eine Position bzw. eine Fahrer Scheiße, Kacke, wenn man nicht sprechen. Ja, so ist das mal. Sieht immer einfacher aus, als es ist, wenn man dann in die Kamera sprechen muss. Der Andreas aus Dortmund hat sich beworben. Weiter mit dem Nächsten. Geht los. Ja, hallo Markus und Wolfgang, Hansi und Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe, und so hoffe ich es wenigstens wohl auch. Ja, hast du. Wir 4 kommen natürlich auch mit auf den TED Schweden. Und wer weiß, vielleicht du ja auch. Weiter aber mit dem Nächsten. Hallo Markus, mein Name ist Andreas, ich bin 49 Jahre alt, wohne in Raunheim. Ja Mensch, noch ein Andreas. Danke, dass auch du dich beworben hast. Aber kommen wir jetzt weiter zum letzten der Bewerber fürs erste Mal. Ich hoffe, da kommen noch viel mehr Bewerbungen. Was ich nicht bin, ein Lappen oder eine Luftpumpe, ich kann gut mit anpacken. Ich kann die Kisten auch mit aus dem Morast ziehen, wenn wir uns mal festgefahren haben. Na, das werden wir dann ja vielleicht noch sehen, lieber Mike. Auch danke an dich für deine Bewerbung. Bevor ich die Bewerbungsvideos jetzt im Ganzen abspiele, noch eine kleine Sache, die mir am Herzen liegt. Es geht um das Gewicht 220 Kilo. Viele Leute haben sich beworben, die auch gern auf dieser Tour mitfahren möchten und zum Beispiel eine T7, 700er Teneré haben. Die Teneré hat 215 Kilo und das ist nun mal leider zu wenig. Ich habe dieses Gewicht 220 Kilo extra deswegen gewählt, weil ich weiß, dass Maschinen über 220 Kilo auch direkt 1000 Kubik haben oder zumindest 990. Es geht auf dieser Tour ja auch darum, so etwas mit einer schweren Reise-Enduro zu fahren. Und eine 700er oder 800er ist nun mal leider keine schwere Reise-Enduro. Vielleicht empfindet das der ein oder andere als ein bisschen gemein, aber sorry, so ist das nun mal. Die African Twin fängt bei, ich glaube, 230 oder sogar 250 Kilo an. Die BMW GS, die ich fahre, bringt 270 Kilo auf die Waage. Mit Gepäck bin ich da weit über 300. Mit mir drauf bin ich bei 400 und seid mir nicht böse, bei dieser Tour geht es darum, mit schweren Reise-Enduros den TED zu fahren. Deswegen seid mir nicht böse, wenn euer Motorrad 5 Kilo zu wenig hat. Sorry. So, jetzt aber die Bewerbung von Markus. Geht los. Ja, hallo Markus und Wolfgang, Hansi und Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe, und so hoffe ich es wenigstens wohl auch. Das Video zur Bewerbung einer möglichen Reise nach Schweden. Entschuldigt, es geht ein bisschen durcheinander. Ich habe eure Reise nach Kroatien verfolgt und war ganz begeistert und hätte etwas Vergleichbares mit euch in Schweden zu erleben. Ich bin auf Markus und den YouTube-Channel Teilzeitscharfer aufmerksam geworden durch das fiese Hater-Video gegenüber Luke und Sophie, weil die beiden mir derartig auf den Sender gegangen sind, dass ich irgendwie drüber gestolpert bin und es sprach mir aus der Seele. Und dann habe ich geguckt, was es noch so gibt und habe eben mindestens eben das Reisevideo Kroatien gesehen. Also, zu mir vielleicht nochmal: Frau und 2 Kinder, wohne in Goslar, wäre zum Zeitpunkt einer möglichen Reise 53 Jahre alt. Aus welchen Gründen auch immer war ja
ständiges Thema auch in irgendwelchen Kommentaren, Bereich Reise und Alkohol. Ja, interessiert mich relativ wenig. Ein guter Freund von mir sagt manchmal Bierchen zu mir. Warum? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, komme mir ein bisschen doof vor. So ein Video macht man nicht alle Tage. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet und mache mich deshalb auch nicht verrückt. Also, ihr habt einen kleinen Einblick von mir gewinnen können und schauen wir mal, ob es weitergeht oder nicht. Ich würde mich freuen. Ich schicke das, wenn ich das technisch hinbekomme. Zeit könnte ich mir nehmen. Moped steht bereit. Bock habe ich. Bin sehr zeltaffin und bin gerne unterwegs mit dem Motorrad, aber bei weitem kein Offroad-Crack. Mal schauen. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss. Ja Mensch, Markus, deinen Namen werde ich mir auf jeden Fall schon mal sehr gut merken können. Super sympathischer Typ, gar keine Frage. Hat das richtige Motorrad. Ich habe es eben extra nochmal nachgelesen. 242 Kilo, über 1000 Kubik oder knapp über 1000 Kubik. Da wird sich unser Hulk der Tour freuen, dass er nicht der Einzige ist, der mit einer African Twin unterwegs ist. Danke an der Stelle für deine Bewerbung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hallo Markus, mein Name ist Andreas, ich bin 49 Jahre alt, wohne in Raunheim und bin verheiratet, habe einen 13-jährigen Sohn. Meine Hobbys sind Motorradfahren, selber daran schrauben. Ich habe Hebebühne und fast komplette Werkstattausrüstung. Ich bin Mitglied der ASB Motorradstaffel, unsere Hunde, unser Sohn. Und Filmen und Fotografieren ist auch ein großes Hobby von mir. Als Ausrüstung, ich habe eine GoPro 11 mir vorgestern zugelegt, habe Halterung am Motorrad. Und meine Frau hat mir dann zu Weihnachten noch eine DJI-Drohne geschenkt. Und ja, da muss ich mich jetzt erstmal reinfuchsen, dass das alles wieder läuft. Führerschein fürs Motorrad habe ich 1998 gemacht, bin bis 2004 dann auch meine erste Tenere gefahren, habe mir dann 2021 meine jetzige Maschine gekauft, eine 1250er BS Adventure, und nach 3 Wochen ging die Harley weg, weil ich wusste, ich fahre nicht mehr. Also das Motorrad ist mein einfacher Traum, aber bis heute bin ich noch keine weiten Strecken gefahren, also noch keine Urlaubsreisen, und das möchte ich gerne mal nachholen. Sie ist einfach nur fernreisebereit. Das Einzige, was ich bräuchte, wären neue Reifen, aber das ist ja das wenigste und das geringste Problem. Und macht euch ein Bild von mir, vielleicht auch mal selbst. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch was. Alles Gute, euer Andreas. Da stelle ich mir doch die Frage, warum bin ich der einzige Mensch, der irgendwie nur ein Motorrad hat? Irgendwas mache ich da falsch. Auch dir, Andreas, danke ich für dein Video. Weitermachen wir mit dem nächsten Andreas. Es wird hier, glaube ich, eine kleine Namensproblematik entstehen. Markus, Markus, Andreas, Andreas, Andreas. Herrlich. Da wäre es doch schön, ich würde noch das ein oder andere Video von einem Wolfgang oder Wolfgänge, Wolfgangs, ist auch egal. Dann können wir eine Wolfgang gründen. Hallo Markus, ich habe gerade eben den YouTube-Beitrag gesehen, wo du 3 Fahrer suchst, die mit dir den TED von Schweden nach Norwegen fahren. Sehr gerne wäre ich ein Teil deines Teams. Ich bin 49 Jahre alt, komme aus Dortmund und fahre eine 1200er Adventure, eine Triple Black, und ich hoffe, dass ich mit meinem Bewerbungsgespräch, mit meinem Bewerbungsvideo ein positives Ergebnis erzielen kann. Also bitte seh es mir nach, dass ich hier ganz einfach nicht jeden Tag vor einer Kamera sitze und mich hier bewerbe auf einen vollkommen verrückten Urlaub in ein skandinavisches Land oder in skandinavische Länder, wo man rausgehen kann, dass man auch mal einen nassen Arsch bekommt, auf gut Deutsch gesagt. Also Kälte, Regen, Schnee, damit kannst du mich nicht schocken.
Das ist alles gar kein Problem. Das stellen wir schon durch. Ich habe da soweit gar keine Probleme mit, weil ich ein Ganzjahresfahrer bin. Und von daher bin ich es auch gewohnt, wenn ich mal durch Schnee fahren muss. Ich möchte den TED Schweden Norwegen fahren, finde aber keine Mitfahrer, die sagen, ja, gehe ich mit, fahre ich mit, egal ob es jetzt 5 oder 6 Grad ist, was ganz schnell passieren kann. Nein, da sind wir raus und deswegen möchte ich die nicht alleine fahren. Und aus dem Grund möchte ich ganz gerne ein Teil eines Teams werden. Du siehst ja schon, dass ich hier ab und an so Wortfindungsstörungen habe, was ich aber gar nicht schlimm finde, denn man muss auch mal über sich selbst lachen können. Und ich bin kein Mediengestalter, der hier fließend hier Medienbericht ablässt und nicht ins Stocken und nicht ins Haspeln gerät. Das bin ich nicht. Ich bin eher hier so das Modell Piepglocke. Ich fange schon mal gerne Sätze an, höre mittendrin auf und jeder weiß, was gemeint ist oder weiß es auch nicht. Naja, schauen wir einfach mal, wie weit ich mit meinem Bewerbungsgespräch hier komme. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Meine Zusage hast du, terminlich, zeitlich, passt das alles in Rahmen. Da bin ich total flexibel und ja, würde das Projekt deiner Brunnenbohrungen gerne unterstützen. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis bald. Ich hoffe, von dir zu hören. Alles Gute. Andreas, auch dir danke ich für die Zusendung deines Videos. Wir beide werden ja zusammen mit noch jemandem zum Elefantentreffen fahren. Und da werde ich dich natürlich persönlich kennenlernen. Ich bin mal ganz gespannt, was du für so ein Typ bist, auf einem Video sich zu bewerben und was man ja auch irgendwie noch nie gemacht hat, ist auch alles ein bisschen schwierig. Kommen wir zum nächsten und letzten Bewerbungsvideo. Papa, Markus hat ein neues Video hochgeladen. Mike, Markus hat ein neues Video hochgeladen. Der sucht Leute für den TED Schweden Norwegen. Kann sich da anmelden. Muss nur ein Video drehen, ich bin schon dabei. Echt, meinst du? Ja, du sagst auch immer, wenn ich jetzt, wann dann. Ja, genau, wenn ich jetzt, wann dann. Dann machen wir das, ich komme gleich wieder. Ja, hi, hallo, Markus. Ich bin der Mike, ich komme von der Nordseeküste, vom Jadebusen. Das ist meine 1200er GS, Baujahr 2007. Hat jetzt bummelig 101.000 Kilometer runter. Technisch okay, sollte ich bei euch mitfahren dürfen, wird ich natürlich nochmal auf Herz und Nieren geprüft, damit alles funktioniert und klappt. Koffer sind dabei. Zelt, Schlafsack, Campinggeschirr, Brenner, habe ich alles, ganzen Keller voll für Sommer und für Winter. Für die Tour kommen dann natürlich noch andere Reifen drauf. Ich hatte schon mal geguckt, würde den Heidenau K60 Scout aufpacken, um auch dann schön da die Schotterstraßen zu fahren. Ich bin kein Offroader, ich fahre auch sonst nicht auf Schotter. Ich fahre nur einmal im Jahr so ein bisschen auf Schotter, aber da kommen wir gleich noch zu. Was ich nicht bin, ein Lappen oder eine Luftpumpe, ich kann gut mit anpacken. Ich kann die Kisten auch mit aus dem Morast ziehen, wenn wir uns mal festgefahren haben oder wenn mal jemand umkippt, umstürzt. Was ich mit dir auch schon gemacht habe, so ein paar Kampfspuren hat man ja immer von so einer Tour. Wenn du sagst, wir treffen uns am 30.05. in Nordrhein-Westfalen bei dir auf dem Hof zum Grillen, dann fahre ich halt die 300 Kilometer erst in den Süden und am nächsten Tag fahren wir dann alle zusammen wieder in den Norden. Wenn du die Tour planst, dann bin ich dabei. Was gibt es noch zu sagen, was wir noch machen? Ich fahre mit ein paar Leuten zusammen, auch mal mit einem Gespann. Meine Familie fährt, mein einer Sohn fährt eine 800er BMW, meine Frau fährt eine 1000er Honda und mein jüngster Sohn, der gerade die Kamera führt, dem gehört die Yamaha, die du gerade vom Anfang des Videos im Hintergrund gesehen hast. Der ist jetzt am Führerschein dabei, sollte die Kamera ein bisschen wackeln, ist das die unruhige Gashand. Der scharrt schon mit den Hufen, der will los. Ansonsten fahre ich seit Jahren im November immer zum
Waldgeistertreffen nach Bad Bentheim. Und was ich im Dezember ab und zu mache, das zeige ich dir jetzt. Hey, ist erster Advent! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing. So, Markus, du siehst ja, so einen kleinen Nagel muss man ja im Kopf haben, sonst kommt man nicht durchs Leben. Wie gesagt, meine Familie fährt auch, aber mein Problem, keiner fährt mehr den TED. Da wollen die alle nicht hin. Die wollen alle nicht draußen schlafen, die wollen nicht wild campen. Da suche ich also die passenden Leute für und ich glaube, dich oder euch habe ich damit gefunden. Mich würde es riesig freuen, da mitzumachen. So, Dezember ist rum, dann wird wieder geputzt und gepackt. Was ich im Januar mache, ist das hier. Seit 2003 in Folge, altes Elefantentreffen am Nubio-Ring, fahre ich regelmäßig hin und da habe ich dich auch letztes Jahr gesehen. Du bist mir nicht ins Auge gesprungen, aber deine 1150er GS fand ich richtig schick, schick gemacht, gut gemacht und dadurch bin ich dann auf deine Videos gekommen. Aber wen du ja kennst, mein Mitfahrer, den kennst du und der war auch schon bei dir mit auf den Videos, der Honk. Honktreuer Begleiter, viele werden ihn jetzt erkennen. Endlich normale Leute, passt natürlich dahin genau wie zu eurer Tour. Weil du weißt ja, die Verrückten, die bleiben zu Hause. Aber der Honk bleibt zu Hause. Ich würde gerne im Mai mit euch fahren. Mit dem Ding. Ich habe da richtig Bock drauf. Das Ding auf Schotter zu fahren, auch mal festzufahren. Wenn das mal hinfällt, dann richtet man es wieder auf, richtet den Helm, weiter geht's. Wenn man kaputt bricht, Kabelbinder, Spannboote habe ich immer dabei, dann wird es halt festgetüdelt und man fährt weiter. Die Wunden werden zu Hause gelenkt. Also, ich habe richtig Bock, bei euch mitzufahren. Ich würde mich freuen, wenn ich dabei sein kann. Grüße von der Nordseeküste, euer Mike. Mensch, Mike, danke für dieses Video. Da kann man mal sehen, was man mit ein bisschen mehr Kreativität so hinbekommen kann. Echt herrlich. Auch wir beide werden uns auf dem Elefantentreffen persönlich kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. So, das waren die ersten 4 Bewerbungsvideos. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, was in die Kommentare zu schreiben. Zu den Videos, das würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir natürlich weiter Videos zuschicken. Ein bisschen mehr Kreativität fände ich ganz toll. Mike hat das schon echt gut gemacht. Sorry, aber das hebt sich echt ab, dieses Video. Mega. Danke dafür. So, jetzt mache ich aber Schluss und freue mich über weitere Einsendungen. Bis bald.